Jahres in Malawi. Nach meiner Reise nach Zagreb, nach der Reise von Kosirev nach Belgrad, nach Sarajevo und auch nach Zagreb und dem, was uns Kosirev berichtet hat, nach seiner Reise. Sie kennen die Äußerung des französischen Kollegen Juppé. Es ist ganz wichtig, dass die Kontaktgruppe zusammenbleibt und dass wir gemeinsam einen Kompromiss finden. Sie wissen, dass bei den Vereinten Nationen nach wie vor zwei Sicherheitsratsresolutionen sozusagen bereit liegen. Die eine für den Fall, dass es gelingt, die Serben ins Boot zu holen, und die andere, falls es bei der Entscheidung der bosnischen Serben bleibt. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es uns doch noch gelingt, die bosnischen Serben zu überzeugen, dass endlich eine friedliche Lösung dringendst notwendig ist. Ich appelliere nochmals an die bosnischen Serben, auch von hier aus, ihren Widerstand aufzugeben. Zum ersten Mal im Rahmen der Elsa-Lenke beitragen, dass die Probleme